geehrtes Publikum, herzlich willkommen bei unserer Sendung Katholisches Leben in Österreich. Unser heutiger Gast ist Professor Krathochwyl. Sie sind der Entdecker einer speziellen Ultraschallmethode, die zur wissenschaftlichen Erkenntnis der Frühschwangerschaft beigetragen hat. Können Sie uns da ein wenig davon erzählen? Ja, es begann eigentlich ganz harmlos. Ich war auf der zweiten Frauenklinik auch zuständig für Patienten, die in anderen Spitälen, also in anderen Abteilungen gelegen sind. Und dabei ist dann aufgekommen, dass man da mehr Diagnose betreiben muss und Diagnose, die aber nicht verfügbar war, nicht? Und da habe ich halt dann ausprobiert mit dem Ultraschall, ob das was geht oder nicht. Das Erste, was ich überhaupt je über Ultraschall gehört habe, war von einem Ophthalmologen. Früher gab es ja in Wien immer wieder in der Gesellschaft der Ärzte wöchentliche oder monatliche Versammlungen. Und dort ein Ophthalmologe, der Dr. Osolnik. Ophthalmologie ist was? Augenheilkunde. Ach so, ja. Mhm. Augenheilkunde. Und der, ich kam hinein mitten ich war ein bisschen zu spät dran, und der spricht dort über den Nachweis von bestimmten Veränderungen mit Hilfe von Ultraschall. Aha. Und da ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, haben wir gedacht, ja, das müssten wir eigentlich in der Geburtshilfe auch ohne weiteres unterbringen können. Und zwar war der Gedanke der, dass man so früh als möglich eigentlich das Leben des Kindes darstellen kann, in dem Augenblick, wo man die Herzaktion nachweisen kann. Jetzt war aber die Herzaktion früher nur von außen zu bekommen, nicht? Auch mit Ultraschall. Woraufhin zu Kretztechnik gegangen bin und gesagt, dann warum entwickelt ihr keinen vaginalen, stabförmigen Schallkopf, den man in die Scheide einführen kann? Weil dadurch ist man wesentlich näher zur Gebärmutter. Wie Sie wissen, liegt ja der Hals drinnen und die Gebärmutter neigt sich nach vorn, liegt auf der Blase drauf. Ja, ne? Ja. Und da drin liegt dann das Kind. Nicht? Ja. Und wenn man das von außen haben will, muss man so viele Schichten durchdringen. Ja. Und ich habe gesagt, na, machen wir doch einen stabförmigen Sonde, die man in die Scheide einführen kann, und dann kann man dann das sehr gut darstellen. Und wirklich war es so, dass man schon sehr, sehr zeitig die kindliche Herzaktion nachweisen konnte damit, nicht? Und dadurch war das Ganze eigentlich eine großartige, wie soll ich sagen, Sache für die Mutter, nicht? Wenn sie ihr Kind hört, wenn man das dann auch hörbar machen konnte, dass so klein schon ein Herzschlag da ist, nicht? Obwohl, man sieht es ja dann auch über Ultraschall. Das ist ja das Wichtige auch. Und über Ultraschall kann ja dann die Mutter auch eine bestimmte Beziehung herstellen. Also von daher ist es ja sehr wichtig, weil wir sind ja sehr visuell ausgerichtet in unserer Kultur. Und wenn die Mutter das Kind im Ultraschall sieht, kann sie ja auch schon eine bestimmte emotionale Beziehung aufbauen, vielleicht schon früher, als sie das nicht so sehen könnte. Also, wenn sie nicht bekannt ist, sie weiß, dass sie schwanger ist, aber was sich da drinnen abspielt, weiß sie natürlich ja, nicht. Ja, und von daher war das ja eine ganz, ganz wesentliche Entdeckung auch. Ja, dass sie dann eben gesehen haben, dass wirklich ein Kind, nicht? Früher hat man gesagt, na, bis das wirklich ein Kind wird, dauert es, weiß Gott, aber das ist von der ersten Zeit an, nicht? Ja, von wann an kann man das eigentlich bei Ultraschall erkennen? Ganz am Anfang sieht man ja einen Punkt. Ja, Punkt wäre zu früh, das zu sehen, nicht? Aber sagen wir, ab der vierten, fünften Schwangerschaftswoche kann man das schon sagen, wenn das ein Monat ausgeblieben ist, die Blutung, oder länger als ein Monat, dann ist schon die Frage, bin ich jetzt schwanger oder nicht, nicht? Ja, ja. Und Sie können einen Schwangerschaftstest machen, der kann positiv sein, wird auch wahrscheinlich positiv sein. Aber damit Sie die Mutter überzeugen können, und wir haben damals die stabförmigen vaginalen Sonden entwickelt, die man direkt in die Scheide hineinführt, damit man nicht das Bauchfett dazwischen hat, ja, ja. Sondern die Gebärmutter liegt ja
mit dem Gebärmutter, müssen Sie sich vorstellen, wie eine Birne, nicht? Wo die Birne gelenkig ist und der Körper liegt immer auf der Blase drauf. Nicht? Und, da kommen Sie ganz nah hinein und können natürlich die Herzaktion zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Da waren viele erstaunt, nicht? Und das ist dann wie in Windeseile natürlich herumgegangen. Das wollte ich jetzt gerade fragen, das ist meine nächste Frage. Also Sie haben ja dann auch zur weltweiten Entwicklung eigentlich beigetragen innerhalb der Erkenntnis. Ja, ich habe natürlich, jeder Chef, der sowas, einen Kollegen unter sich hat, der was macht, schaut natürlich, dass er publiziert und dass er das auch in der Welt verbreitet. Und die Artikel waren ja wirklich neu. Die sind sehr gut angekommen. Zuerst sind die ganzen deutschen, Schweizer Kollegen und die Umliegenden gekommen. Ich habe neulich einmal nachgeschaut, es waren aus 133 Ländern Kollegen da in Wien zur Erlernen der Ultraschalltechnik. Ne? Wann haben Sie diese Entdeckung gemacht? Waren Sie da noch Assistent? Oder? Ja, freilich. Und das hat Sie dann natürlich... Das hat mich dann gestärkt und noch weiter vorgeführt. So weiter. Aber ich denke, Ihre familiäre Situation wird Sie ja dann auch gestärkt haben. Also die Familie wird Sie ja auch... Ja, Sie wissen, ich habe 5 Buben. Nicht? Ja, der erste war leider hirngeschädigt durch eine Zangengeburt, weil der damalige Doktor gemeint hat, na schnell, um 11 Uhr schlafen wir alle. Und hat dann injiziert Wehenmittel, worauf sie einen Krampfanfall bekommen hat und eine Zangenoperation gemacht wurde. Und bei dieser Zangenoperation natürlich entsprechende Blutung aufgetreten ist. War Gott sei Dank, dass einer der liebsten Söhne, die es überhaupt gibt, der lebt jetzt draußen in einem Behindertendorf in Solenau, nicht? Ja. Und da wird Sie ja auch sehr der christliche Glaube gestärkt haben. Ja, sicher. Sie sind Katholik und leben hier eigentlich immer schon, haben immer schon hier in Wien gelebt? Ja, ich habe immer in Wien gelebt. Geboren in Wien. Ja.